Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist das Aufgebraucht für den Monat Oktober 2024 und ich habe hier meine kleine Tüte. Und ja, die ist schon in Weihnachtsstimmung, die kleine Tüte. Aber wir sind noch im Halloween-Modus. Morgen ist Halloween bzw. Reformationstag, je nachdem, ja, was euch da eher liegt. Und morgen ist in vielen Bundesländern ein freier Tag. Bei mir auch. Ich habe morgen auch frei. Und da freue ich mich ganz doll drauf. Ich werde wahrscheinlich schwimmen gehen und mit Herrn Muffin vielleicht ein bisschen spazieren gehen. Und ja, vielleicht meinen besten Freund und seine Freundin treffen. Und ja, genau. Das ist so the plan. Außerdem wollte ich euch noch spoilern, das Video für den 1. November ist ein Dalton-Video und da gibt es den höchsten Rabatt des Jahres. Und da klingelt es an der Tür, ich bin sofort wieder da. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Also, es gibt den höchsten Rabatt des Jahres in der Singles Week. 30% auf alles außer Gutscheine und reduzierte Sachen und Sets, also auf alle Produkte, die nicht reduziert sind, und gibt es eben 30% Rabatt. Ich habe einen Rabattcode, den darf ich euch noch nicht verraten, aber am 1. November geht das Video um 6 Uhr online und dann könnt ihr nach Herzenslust shoppen, meine Favoriten shoppen oder eure Favoriten shoppen oder Dalton kennenlernen oder ja, euch einfach mal durchstöbern. Genau, und mir hat gerade ein Mann dieses Päckchen hier übergeben. Das zeige ich euch nochmal schnell. Das ist nämlich meine neue Begleitung, hoffentlich, fürs Schwimmen. Bis 10 Meter Wassertiefe ist diese Ice Watch nämlich wasserdicht und da kommt immer so ein, ja, das ist noch so eine Spardose für die nächste Ice Watch quasi mit. So sieht die einmal aus in Neongelb. Das ist jetzt die Flashy Yellow Medium, die Ice Generation, und der Karton ist auch süß. Und ja, da ist dann wie so eine Spardose und dann könnt ihr hier euer Geld reinwerfen, um für die nächste Ice Watch zu sparen. Das finde ich total süß. So. Ich gucke mal, ob sie mir passt. Wenn nicht, dann weine ich. Nein, Quatsch. Aber das ist meine neue Begleitung für die Arbeit und fürs Schwimmen, weil ich habe ja beim Schwimmen meine Brille nicht auf. Und manchmal kann ich dann die Zeit nicht so gut erkennen. Und damit ich ja, die Zeit gut lesen kann und ja, eine schöne Uhr habe. Oh, die ist wirklich sehr schön, neongelb. Und passt sie, passt sie? Ja, gerade so ins erste Loch. Da kann man auch dran messen, ob ich am Handgelenk noch ein bisschen abnehme. Das sieht doch cool aus. Das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier noch so ein Schnipsel, das Zertifikat, das Green Certificate. Und dann haben wir hier noch ein Echtheitsdings. Das mache ich mal ab. Ja, ihr wartet natürlich, ihr wollt natürlich das Aufgebraucht sehen. Und vielleicht nicht unbedingt meine neue Uhr. Aber die ist ja nun einfach mal jetzt gekommen. Und genau, bis 10 Meter Wassertiefe, wasserdicht beim Schwimmen. Und hier steht auch Change You Can. Das finde ich richtig cool. So. Hier 2 Jahre Local Warranty. Genau. Das packe ich mal hier hin. Und dann habe ich meine neue, quasi meine neue Spardose hier am Start. Meine neue Icewatch Spardose. Ja. Hat sie das überlebt? Ich hoffe. So. Und jetzt machen wir sie noch an.
und stellen einmal die Uhrzeit ein. Wir haben es jetzt 5:05. Uhr. Oh, die fühlt sich auch gut an. So, das Band ist schön weich, das Gummi. Und die sieht einfach super gut aus. Lieb ich ganz doll. War ein Schnäppchen auf Amazon. So, jetzt fangen wir mit den aufgebrauchten Sachen an. Erstmal trage ich mir noch mein geliebtes Dalton Lippenöl auf. Das ist ja ganz neu seit Oktober. Und das mache ich gerne drauf, wenn meine Lippen so ein bisschen rau sind. Und dann sind sie schön juicy. So, also wir haben einmal Klopapier natürlich aufgebraucht. Ihr kennt es. Sanft und sicher. Limited Edition mit so einem Dackel drauf und einem Herz. Und das sind 8 Rollen, 180 Blatt und 3 Lagen von DM. Dann, also das ist sehr gut, das würde ich auch wieder nachkaufen. Dann hat der Muffin natürlich ein Mundwasser aufgebraucht. Ich gucke mal, nur ein Mundwasser dieses Mal. Genau, ein Mundwasser. Procodent Rossmann. Zahn und Zahnfleisch, das ist das Blaue. So, das kommt hier in die Tüte rein. Dann machen wir mal die ganzen Plastikmüllsachen rein. Dann haben wir hier ein Shampoo von Schauma, was Herr Muffin aufgebraucht hat. Für jeden Tag, for man. Kräftigt das Haar vom Ansatz bis in die Spitzen, pflegt die Haarstruktur für kraftvolles, griffiges Haar und natürliches Volumen. Mochte er ganz gerne, hat er jetzt wieder in der Dusche. Ich hatte davon irgendwie 2. Und ja, das ist jetzt ein bisschen verkalkt, aber das ist einfach, weil unser Wasser sehr kalkig ist. So, das haben wir auch aufgebraucht. Dann hat Herr Muffin noch ein Duschgel aufgebraucht. Das Noir von Duschdas. 3 in 1, anregender Zedernholzduft, Körper, Haar und Gesicht ohne Mikroplastik im neuen Look. Es ist so ein rotes Duschgel. Und das riecht sehr herb. Herbholzig, das ist wirklich sehr lecker. Also finde ich sehr gut. Das riecht sehr gut an Herr Muffin. Das tun wir auch da rein. Dann habe ich aufgebraucht Hello Buddy Coconut Daily Face Cream. Die war in meiner Schwimmtasche. Die habe ich für das Gesicht und den Oberkörper aufgebraucht. Und die ist jetzt leer. Fand ich auch ganz gut. Würde ich aber nicht unbedingt nachkaufen, weil ich ja jetzt die schönen Dalton-Sachen habe. Und da brauche ich noch auf, was ich noch habe. Aber ich würde jetzt keine neue Gesichtspflege kaufen, weil ich wirklich sehr zufrieden bin. Dann haben wir auf der Arbeit aufgebraucht Isana Handcreme mit Shea Butter und fruchtigem Duft. Disney Classics. Wow, ein bisschen überbelichtet. Die fanden wir sehr gut. Die gibt es aber leider nicht mehr. Dann haben wir aufgebraucht Magic Wonderland. Die Handcreme für trockene Hände von Balea. Auch das eine Limited Edition mit der kleinen Elfe. Fanden wir auch ganz gut. Ja, aber die sind, wie gesagt, Limited Edition gewesen. Deswegen haben wir die nicht mehr. Gibt es die nicht mehr? Dann habe ich einmal aufgebraucht von Schwarzkopf Professional Fiber Cleaniques Hydrate Technology mit Tree Bond oder Tribond. Das ist eine Maske für normales bis trockenes Haar und Holo-Schriftzug und Holo an den Seiten. Genau, und das hat für so dreimal gereicht, 3, 4 Mal. Das waren 30 Milliliter, also dreimal hat es ungefähr gereicht. Und das war ganz okay, würde ich mir auch nicht nachkaufen, weil ja, so überzeugend fand ich es dann auch wieder nicht. Was haben wir noch? Wir haben noch einmal für die Füße, beziehungsweise für die Schuhe, Bamboo Deluxe Anti-Odor, also so Anti-Geruch, Einlage super soft und comfortable, super saugstark und geruchseliminierend. Das war von Action, die waren sehr günstig. Shoe-like heißt die Marke und kommt aus den Niederlanden.
Deluxe Bambus Antigeruchs Einlegesohlen. Ja. Die fand ich auch ganz gut. Wenn ich bei Action bin, hole ich mir auf jeden Fall nochmal welche. Ich habe zwar jetzt noch welche von Rossmann und von DM, aber wenn ich nochmal welche brauchen sollte, dann würde ich auf jeden Fall bei Action gucken, da sind sie nochmal günstiger. Dann habe ich diese Augenpads gemacht von UT, die iPad Mask Energy Elixir, die pinken. Ja, fand ich ganz okay. Ich brauche die jetzt nach und nach auf, die ich noch habe. Und dann benutze ich halt meine Lieblingsaugenpads von, ihr wisst schon wem, von Dalton. Hydrogel-Augenpads, die sind mega, 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 mega. Aber erstmal das alte aufbrauchen und dann das neue benutzen. Genau. So, dann hat Herr Muffin aufgebraucht von Dentamax Classic die Zahnbürsten in weich. Warum auch immer wir weich gekauft haben. Eigentlich nehmen wir immer Mittel, weil weich ist reinigt nicht so gründlich, habe ich mal gehört. So, ich habe hier ja diese Papiertüte. Da tue ich jetzt einfach mal den Papiermüll rein. Ah, wir trennen hier sehr ordentlich, ne? Und das Plastik kommt in die Plastiktüte. So. Dann habe ich noch eine Zahnbürste gewechselt und zwar hier X-Zwischenzahn. Diese hier von Dr. Best, das ist meine Lieblingszahnbürste in Mittel. Und ohne die kann ich nicht. Ich kann nur mit der Zahnbürste meine Zähne putzen, weil das ist einfach meine Lieblingszahnbürstenmarke. Und ja, ohne die geht's nicht bei mir. Dann auch dazu passend eine Signal White Now Zahnpasta. Die war so blau und durchsichtig. Und ja, hat so ein bisschen blauen Schaum gemacht und blaues Waschbecken und alles blau, aber ja, also weißer sind meine Zähne nicht geworden, aber auch nicht schmerzempfindlicher. Das fand ich ganz gut. Bei manchen Weißzahnpasten ist es ja so, dass man da so schmerzempfindliche Zähne kriegt, bei der nicht, aber die macht auch nicht viel. Hier steht dreimal Instant Whitening. Sehe ich nicht. Aber war okay, würde ich aber nicht nachkaufen, weil ich mag meine Theramed am liebsten. Dann habe ich aufgebraucht das Bad Head OB Hive Trockenshampoo. Das hat jetzt ungefähr 8 Jahre gedauert, das aufzubrauchen. Kaufe ich nicht nach. Es ist ein sehr gutes Trockenshampoo, aber da ich eh schon Probleme mit der Kopfhaut habe, weil die so rumspinnt, jetzt im Winter trocken wird, schuppig wird, mache ich da nicht auch noch Trockenshampoo drauf, was noch zusätzlich austrocknet. Nein. Das kommt mir nicht mehr ins Haus, aber es hat einen ganz schönen Duft und ja, frischt die Haare toll auf. Wenn man eben eher Probleme hat mit einer öligen Kopfhaut, dann kann ich das nur empfehlen. So, dann habe ich aufgebraucht einen Dry Top von Neonail. Das ist noch die alte Schrift. Ja, das ist ein Topcoat von Neonail und der ist jetzt aufgebraucht und der war eh schon seit Januar 22 abgelaufen, aber der war noch gut, habe ich noch aufgebraucht und ja, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, habe ich mir schon nachgekauft. Dann haben wir hier noch einen Basecoat, Base 6-in-1 Silk Protein von Neonail, auch das ist noch die alte Verpackung und der war abgelaufen, auch im Januar 22, der kommt jetzt auch mal weg. Dann habe ich noch ein bisschen Dekoratives. Hier ist ein Parfum von Boss, Hugo Boss. Das riecht sehr gut. Dann, aber Herr Muffin hat so viel Parfum. Ich habe jetzt auch die Black Box Man gekündigt und die Pink Box gekündigt, weil wir einfach genug Zeug haben. Und ihr hattet recht. Viele haben kommentiert, warum hast du die Box überhaupt, wenn du eh alles verschenkst? Ja, ihr habt recht. Also ich brauche nicht unbedingt eine Beauty-Box. Ich kaufe mir das, was ich haben will. Und ja, die Pinkbox ist gekündigt. Blackbox Man läuft jetzt noch ein Jahr. Die zeigen wir jetzt noch 3-mal oder 4-mal. Also dieses Jahr noch einmal und dann nächstes Jahr noch 3-mal, weil die noch verlängert wurde bis, da war ich ein bisschen zu spät, bis 25. September 25 kommt, glaube ich, die letzte Box. Also die werdet ihr noch ein Jahr sehen. Aber meine Pinkbox habe ich jetzt gekündigt. Ist schade um die Boxen, weil die Boxen fand ich immer richtig geil und praktisch. Aber ja,
ist jetzt nicht so schlimm. Falls einer von euch die Pinkbox abonniert hat und die Boxen nicht haben will, sagt mal Bescheid, dann können wir uns da ja auf was einigen. So, Perfect Gel Look Top Coat von Kiko ist einmal aufgebraucht. Der ist einer meiner Lieblings-Topcoats für meine Fußnägel. Da mache ich ja kein Neonail drauf, sondern normalen Lack. Dann habe ich den Maybelline New York Tattoo Brow Lift Stick aufgebraucht. Diesen hier in Medium Brown 03. Den gibt es aber nur noch im Internet bei Rossmann. Leider nicht mehr in den Theken. Voll schade. Und dann habe ich noch ausgetauscht, weil schon länger auf, die Art Deco Volume Supreme Mascara, die so ein bisschen die Tarte Mascara optisch abkupfert, würde ich sagen. Ja, die fand ich okay, würde ich aber nicht unbedingt nachkaufen. So sah das Bürstchen aus. So ein Gummibürstchen mit so Noppen. War in Ordnung, aber nichts speziell Gutes. Und das war's. Die Tüte ist leer. Und ja, ihr habt alles gesehen, was wir im Oktober aufgebraucht haben. War jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich freue mich wahnsinnig über ein Däumchen nach oben. Ich freue mich ganz doll, wenn ihr den Kanal abonniert. Falls ihr noch keine Abonnenten seid, abonnieren ist kostenlos. Und wir sind ganz doll auf dem Weg zu 5000 Abonnenten. Ich freue mich über jeden Support von euch. Ich freue mich über jeden lieben Kommentar von euch. Und ja, ihr könnt ja mal schreiben, wie gefällt euch die Uhr? Habt ihr auch eine Ice Watch? Habt ihr Wünsche, Anregungen, Fragen? Vielleicht machen wir mal wieder ein Q&A. Ich muss mal... Das letzte Q&A war, glaube ich, im Sommer. Vielleicht für alle, die neu dazugekommen sind. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr nochmal Bock auf ein Q&A habt. Also ein Questions and Answers. Also ein Ihr fragt, ich antworte Video. Ja, da könnt ihr mal schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Und dann würde ich einen Post machen. Und dann könnt ihr da drunter eure Fragen kommentieren. Und ja, genau. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal beim Dalton-Video am 1. November wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.